So, da sind wir auch schon wieder zurück mit einem kleinen Shop-Video, kleines Update-Video. Und ja, ich habe heute einige Nachrichten bekommen. Ihr habt schon oben rechts gesehen, es ist ein Skin zurück im Shop. Und es ist der, den alle vermutet haben. Und nochmal an alle. Alle, die den Skin schon vorher hatten. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist immer noch ein OG-Skin. Es ist immer noch ein Season 1-Skin. Nur halt nicht mehr so selten, dass ihn nicht mehr wenige Spieler haben. Also es hat sich nichts geändert. Nur weil jetzt einige mehr den Skin haben, heißt das ja nicht, dass er deshalb trotzdem kein OG-Skin ist. Ich sag ja, OG und selten sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber natürlich ist der Skin jetzt wieder da. Nach 934 Tagen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber ich denke mal, ist er deshalb jetzt besser geworden? Ist er schöner geworden? Ja, ich glaube eher weniger. Aber vorneweg, denkt dran, wenn ihr euch den Skin kaufen wollt, dann gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack ein bisschen Support da lassen. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Dann haben wir aber noch den Finsterbomber drin, Donnaross natürlich und natürlich passend dazu die Glyphe der Dunkelheit. Das ist für mich ein OGs Kleider. Die Variante, das ist für mich OG. So, dann haben wir noch die Schlürftarnung drin, dann diesen hässlichen, dicken, großer Schlukus. Den sieht man auch so selten, den Skin, also den hätten sie sich echt damals schenken können. So, dann haben wir Syntur noch drin, Bionic-Sichel, die ist eigentlich ganz nice. Aber das ist halt eher für Leute, die wirklich so Raumschiff, keine Ahnung, spielen wollen, so Roboter. Dann haben wir Gute Laune Gang. Dann haben wir Deckeltritt. Hab ich den nicht geschenkt bekommen oder hatte ich einen anderen? Lol, ich dachte eigentlich, ich hätte den. Dann die Rächerin, die habe ich mal besessen, dann doch wieder zurückgegeben. Geil, ist das geil, man kennt's. Dann haben wir Synturspur, die ist eigentlich recht nice. Weil ihr müsst zugeben, es gibt eigentlich kaum noch Contrail. Es gibt kaum noch welche. Früher haben wir so viele geschenkt bekommen, ich sehe das an meinem OG-Account, Season 3-Account. Da habe ich so viele davon. Inzwischen gibt es eigentlich kaum noch welche. So, das war es eigentlich dann schon wieder mit dem Shop. Dann Shadow Rebel natürlich immer noch drin. Wo ich immer noch sage, das Rückenaccessoire auf dem Skin. Eine 1 Plus mit Sternchen. Dann, ihr wisst ja, ich bin auf Twitch aktiv. Also gerne auch da ein Follow da lassen. Einfach YT-FamilyHack. Wir werden jetzt langsam immer mehr. Also im Schnitt sind wir jetzt so 25 bis 30 Zuschauer. Also ohne Quatsch, ich hätte das nie erwartet, nie. So, jetzt muss ich noch kurz gucken wegen Rette die Welt, weil da werden ja bestimmt wieder einige die Frage in die Kommentare reinhauen. Gibt es eine V-Bucks-Mission? Ja, es gibt eine. Also werden wir gleich im Livestream auf jeden Fall erstmal Rette die Welt machen, weil ich natürlich erst meine drei Tagesaufgaben wegmachen muss und natürlich noch die V-Bucks-Aufgabe. Also, heute wieder schön, gratis V-Bucks. Man kennt es, dann noch Recon Expert im Shop, was will man mehr, heute ist eigentlich ein guter Tag, würde ich sagen. Aber denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen, wir sind hier auf YouTube, bei YouTube muss man ja immer Likes da lassen. Und wie gesagt, gerne ein Follow da lassen bei Twitch, einfach YT-FamilyHack und dann würde ich sagen, bis gleich im Stream.